möchte euch einen meiner Lieblingsorte vorstellen, an dem ich hier im Ruhrgebiet Kräutertouren mache. Ich bin hier also am Kemnader Stausee und hier gibt es eine Trockenmauer. Da möchte ich euch mal jetzt, selbst hier im Februar, ein paar Salatkräuter zeigen. Wir fangen mal hier unten an der Mauer an. Hier wächst nämlich, und das glaubt ihr vielleicht jetzt gar nicht, wilder Feldsalat. Also eine große Köstlichkeit im Februar schon. Dann haben wir hier daneben den Spitzwegerich, unser Universalpflaster, oder ich könnte auch sagen, das ist unser Pilz-Gourmet-Kraut. Wenn ich jetzt hier weiter hochgehe an der Mauer, dann finde ich hier immer wieder zwischen so ein ganz typisches Mauerkraut. Das ist das Mauer-Zümbelkraut. Das schmeckt so ein bisschen scharf, süß, sehr würzig im Salat, ganz lecker, kriegt später so rosafarbene Blüten. Jetzt gehe ich hier noch ein Stückchen weiter. Jetzt habe ich hier noch so ein zartes Salatkraut, das ist so ein behaartes, ähnlich wie die Vogelmiere. Das ist ein Hornkraut, und hier oben, jetzt für die, die die Leber anregen mögen und die Niere, wachsen hier so verschiedene Habichtskräuter. Also diese Tour hier am Kemnader Stausee, die kann man das ganze Jahr mehrmals mit mir machen. Also die Termine findet ihr auf unserer Seite. Wenn ihr die Tour ohne mich machen möchtet, dann ist die beschrieben ganz ausführlich mit jeder einzelnen Pflanze, die auch hier an der Mauer oder hier am See wächst, in Kräutertour de Ruhr. Die 30 Kräuterführungen im Ruhrgebiet, die ich da in einem Buch zusammengefasst habe.